Ja, ein leichter Regen, hallihallo. Bevor wir jetzt mit dem Video starten oder mit den Videos, die folgen zum Thema Thermomatte, habe ich natürlich ein bisschen was, was ich ganz gerne loswerden möchte, beziehungsweise nicht loswerden, sondern ja, einen lieben Gruß natürlich an alle neuen Zuschauer. Projekt Sunrise 99 wohnt im Kasten, das heißt, es dreht sich alles um das Thema Vanlife und jetzt die nächsten Videos, die kommen natürlich um das Thema Thermomatte, das heißt, dann werden wir so langsam Richtung Fazit kommen. Es hat sich ein bisschen was geändert in Bezug auf Spanngurt und Co. und Thermomatte die dritte, aber das seht ihr alles dann in den folgenden Videos. Ja, somit dann einen lieben Gruß an alle neuen Zuschauer, an alle Zuschauer, die von Anfang an dabei sind, an alle Abonnenten, an alle, die Inkognito gucken. Und ja, ich lege da nicht so viel Wert drauf, dass ich so 30.000, 40.000 Abonnenten habe. Denn die großen Hersteller, wenn die eine Kooperation eingehen wollen oder ich nachfrage, dann heißt es immer, ja, wie viele Abonnenten hast du und macht das überhaupt Sinn? Letztendlich sage ich, ein kleiner Kanal, der auch irgendwann größer wird, den kann man auch ruhig eine Chance geben. Aber da lasse ich mich nicht bremsen, da geht es halt, ne? Hashtag loslassen, nächste Erholung, einfach nach vorne schauen, einfach machen. Joa, dann auch einen lieben Gruß an die Karin. Karin, ich werde da drinnen nicht erfrieren. Also die Thermomatte unterstützt das Ganze schon, weil dann die Kälte schon mal definitiv dann auch vorne im Vorderbereich an der Windschutzscheibe, an der linken bzw. Fahrerseite an dem Fenster und an der Beifahrerseite an dem Fenster, ja, schon mal die Kälte nicht reinkommt und hinten habe ich eine super geile Heizung. Und wenn ich die auf 30 Grad stelle, dann sind auch wirklich im Kasten 30 Grad drin. Aber über Nacht stelle ich so im Durchschnitt, stelle ich die Heizung so auf 15 Grad, 14 Grad, 13 Grad, je nachdem wie kalt es draußen ist. Und das passt. Also erfrieren tue ich da drinnen nicht, liebe Karin. Seid ihr sicher, die Truma-Heizung macht ihren Dienst. Ja, dann, es fängt an zu regnen, es wird stärker. Ich gehe rein und wünsche euch dementsprechend viel Spaß bei den nächsten Videos. Thema Thermomatte und danach natürlich dann alles rund ums Vanlife. Ja, ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch. Projekt Sunrise 99, wohnen im Kasten! So, und dann nehmen wir das Thema Wind für die Thermomatte natürlich auch noch mit. Und wir haben hier in Nottuln, ja, das kann man erkennen, super, zwischen 19 und 23 Knoten aktuell. Man, im Kastenwagen spürt man das jetzt nicht so, aber das ist ja schon ordentlich Wind. Und ja, die Thermomatte liegt ordentlich drauf. Boah. Schön in der Tasche drinne und ja, hält. Also es geht ein richtig schöner Wind. Ich weiß nicht, ob man das hört. Aber die Thermomatte liegt auf, alles gut. Ich hoffe, das sieht man. Wir machen noch mal ein bisschen Licht. So. Ja, das passt. So, wir haben 8 Uhr, das heißt, wir bewegen uns hier in dem Zeitfenster zwischen 19 und 21, 20 Knoten. Und man sieht, ich habe jetzt unten eine Lücke, das heißt, die Lippe hat sich umgeklappt. Ist halt, damit leben wir jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt gleich nochmal raus und dann gucken wir auch nochmal, ob die Klets auch alle noch fest sind. Und ja, das ist dann halt das Ergebnis nach Starkwind oder nach Wind 23, ne, oder bis 23 Knoten. Jetzt weiß ich natürlich über Nacht nicht. Nächster Tagesverlauf schwächt auf jeden Fall ab. Aber da haben wir da auch noch die Matte nicht mehr drauf. Aber wir können ja auch noch mal gucken, wie die Tendenzen hier sind, ne, in Nottuln. Zack. Und wenn wir mal so auf 16 Uhr gehen, dann sehen wir, die Farbe ändert sich dann halt zum Nachmittag. Das heißt, zum Nachmittag wird der Wind weniger. Und über Nacht, ja, flacht der Wind auf jeden Fall ab.
Joa. Das heißt, die Lippe könnte man ja dann irgendwie befestigen mit Schnur oder ähnliches, aber mich stört es jetzt nicht. Die Frage ist natürlich dann, wenn dann noch mehr Wind kommt oder der Wind richtig stark ist, ob man dann die Matte einfach abmacht und dann ja einmal bei dem Wind dann damit leben muss oder halt, ob man die Matte dann irgendwie mit Bändern oder ähnliches fixiert, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Gucken wir auf jeden Fall gleich nochmal draußen. So, dann noch einmal kurze Erklärung. Also, wir haben hier circa Knoten, ja, 16 bis 22, kommt ja in fast genau in die Region. Das heißt, stundenkilometermäßig liegen wir dann bei 16 bis 22 Knoten, 29 bis 38 Kilometer und von 22 bis 28 Knoten von 39 bis 49. Also grobe Kelle, 37, 38, 39 Stundenkilometer Wind. Und hier ist das dann aufgeschlüsselt mit frische Brise und starker Wind. Joa, das heißt, dann haben wir jetzt aktuell nur noch eine frische Brise. Das heißt, es geht noch stärker. Und ja, die Matte schön eingeklemmt. Und was man halt sieht, ist, dass sie hier komplett hochgelappt ist. Das heißt, der Klett hat sich wahrscheinlich gelöst, obwohl ich den richtig festgemacht habe. Und hier hält er. Aber es ist halt... Ja, wenn der Wind dann einmal hier drunter fegt, und ich sag mal, hier hatte ich schon wirklich, hier hatte ich richtig mit beiden Händen richtig Zug drauf gebracht. Joa. Ja, das heißt, hier diese Lippe, das klappt hoch, sieht man auch, und dann geht der Kletter los. Dann muss man halt, wenn Starkwind ist, zack, und dann ist es schon oben. Oder eine frische Brise, ne, ich sag mal, ab 20 Knoten oder was, dann die Matte nicht so funktionell. Na, hier hält der Klett. Boah. Schön für Marco, guck mal, wird die Fahrbahn schön gereinigt. Nehmen wir das doch glatt mit. Ja, ist halt, bei Wind muss man halt gucken mit der Matte. Ist jetzt nicht so vorteilhaft. Dann machen sie jetzt auch direkt runter und dann passt das schon. Muss man halt mit leben, ne? Das ist halt Mutter Natur, ist halt beim Vanlife mit dabei.